Hallo, mein Name ist Thomas Schott. Ich zeige euch heute die Einrichtung unseres Villa Gateways mit Android per WLAN. Schritt 1, Verkabelung unseres Villa Gateways. Unser Gateway hat auf der linken Seite zwei Busklemmen für die Versorgungsspannung. Hierbei ist es egal, ob der Bus vom Monitor herkommt oder an einem Strang der Türstation. Auf der rechten Seite befindet sich der Anschluss für die WLAN-Antenne, damit wir das Gateway per WLAN einrichten können. Die Antenne muss frei zugänglich sein, damit wir vollen Empfang haben. Schritt 2, Registrierung. Suchen Sie im Play Store unter dem Begriff iLifestyle unsere App und starten Sie den Download. Springen Sie bei den nachfolgenden Bildern bis zu dem Bild mit der Starttaste und bestätigen Sie anschließend die Starttaste. Anschließend ist beim Haftungsausschluss ein Häkchen zu setzen und die Eingabe zu bestätigen. Jetzt ist noch die Registrierung am Server erforderlich. Hierzu die E-Mail-Adresse eingeben und der Button Registrierung zu drücken. Anschließend erscheint ein Verifizierungscode und ein Passwort ist zu vergeben. Um die volle Funktion der App zu gewährleisten, sind die folgenden 5 Abfragen zuzulassen. Jetzt ist die App voll funktionsfähig. Wir gehen jetzt unter Meine Geräte, wählen Geräte aus und drücken oben rechts die Plus-Taste. Jetzt gehen wir unter Manuell hinzufügen. Es besteht auch die Möglichkeit, über einen QR-Code, das sich seitlich am Gerät befindet, den Code einzuscannen. Ich wähle jetzt hier Manuell hinzufügen und wähle jetzt das Gateway aus. Bevor wir jetzt die Einrichtung fortsetzen, sollten wir das 5 GHz Netzwerk ausblenden, damit nur noch das 2,4 GHz Netzwerk angezeigt wird. Die mobilen Daten sollten für die Einrichtung deaktiviert werden. In der Eingabemaske ist jetzt ein Gerätename zu vergeben. Ich gebe dir jetzt den Namen ein und bestätige die Eingabe. Bevor wir jetzt hier den Button nicht verbunden drücken, ist am AV-Link ein Reset auszuführen. Hierzu ist die Reset-Taste 7 bis 8 Sekunden zu drücken, bis nur noch die linke Power-LED leuchtet. Anschließend drücken wir auf Nicht verbunden. In den verfügbaren Netzwerken muss jetzt in 2 bis 3 Minuten der AV-Link erscheinen. Ich wähle den AV-Link aus und drücke jetzt den Button Verbinden. Jetzt ist eine Verbindung zum AV-Link hergestellt. Wenn ich jetzt zurückgehe in die Eingabemaske, steht jetzt hier unter Verbindungsstatus verbunden. Jetzt ist unter verfügbare SSID mein verfügbares WLAN-Netzwerk 2,4 GHz einzugeben. Anschließend gebe ich noch unter SSID-Passwort mein WLAN-Passwort ein und bestätige meine Eingabe. Jetzt ist noch die Adresse für das Gateway zu vergeben. Möchte ich mit der Klingeltaste 1 meiner Türstation das Gateway aktivieren, ist jetzt die Adresse 1 zu wählen und zu bestätigen. Anschließend ist der Button Ergänzen zu drücken. Die Einrichtung ist jetzt abgeschlossen. In 2 bis 3 Minuten müsste in der App jetzt das eingerichtete AV-Link erscheinen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Falls ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Weitere Informationen findet ihr immer auf unserer Website. Wenn euch unser Kanal gefällt, einfach abonnieren und weiterempfehlen. Tschüss, euer Thomas Schott.